Hi, ich bin Mirko. Heute wollen wir uns mit dem Thema Vorbehandlung und warum das so wichtig für einen Digitaldruck ist beschäftigen. Rico hat uns hier schon mal ein kleines Muster vorbereitet oder ein kleines Anschauungsbeispiel. Ihr seht ganz klar, auf welcher Seite ist es nicht behandelt und wo es vorbehandelt ist. Ich möchte euch gerne noch ein paar Tipps und Tricks zeigen oder euch auch zeigen, was mir am Vorbehandeln wichtig ist. Ich lege das T-Shirt jetzt mal mit Absicht komplett voll mit Falten in die Maschine und behandle das mal vor, damit wir dann danach sehen, was passieren kann, wenn ihr das nicht ordentlich macht. Ich ziehe es jetzt schon mal auseinander. Hier könnt ihr sehen, wo es faltig war und wo nicht. Und das sieht man natürlich nach dem Drucken noch mal mehr. Jede Falte kann einfach im Druck zu sehen sein. Ich erzeuge immer eine sehr homogene Fläche. Ich versuche also überall genau den gleichen Feuchtigkeitsauftrag zu haben. Und die Fläche, die ich vorbehandle, die versuche ich so klein wie möglich zu halten. Hier haben wir jetzt unsere beiden getrockneten T-Shirts. Alles richtig gegen alles falsch gemacht in der Vorbehandlung. Ich glaube, das muss ich gar nicht wirklich beschreiben. Ihr wart ja dabei. Wir haben hier eine Fläche, wo einfach keine Farbe mehr zu sehen ist oder kaum noch Farbe. Wir sehen die Falten, die beim Pressen passiert sind. Und das transportiere ich natürlich aus der Vorbehandlung in den Druck. Dagegen das perfekt gedruckte oder das super gedruckte T-Shirt und vorbehandelte T-Shirt ohne Makel, keine Probleme. Was sind so eure Erfahrungen oder eure Tipps zum Thema Vorbehandlung? Schreibt es doch einfach in die Kommentare, damit ich vielleicht ein bisschen was von euch lernen kann. Alle Informationen zu den Textilien, die wir benutzt haben und auch die Informationen zu dem Drucker von Rico findest du in der Beschreibung.